Hallo, geht das schon? Ja. Ja, kann losgehen. Ja, hallo. Ja, ihr seid hier jetzt bei Dulas, auch als Bob Dulas bekannt, in Wirklichkeit Rainer Dulas, zu Hause. Und was sehen wir hier als erstes? Das ist der Aufgang, meine Treppe zu meiner Wohnung hoch, mit einem Flur mit ein paar Plakaten drin. Generell, bei den meisten waren wir wirklich. Da sind zwei, drei, vier vielleicht, wo irgendwelche anderen Leute da waren und haben uns die gegeben. Weil die meisten hier, Brian Ferry zum Beispiel, sehr schön gewesen. Ich kann was von meiner letzten CD hier machen. Einfach mal einspielen, aber das ist so eine Corona-Nummer gewesen. Aus Langeweile habe ich da so ein paar Stücke aufgenommen. Als wir mal auf einer Weltausstellung in Sevilla waren, eine Woche lang und haben da gespielt. Das war also wirklich eine Ausnahmesache. Und die hatten uns da gebucht für den deutschen Pavillon sozusagen, dass wir da eine Woche und mit anderen Bands und Theatergruppen und so weiter da jeden Tag irgendwas gemacht haben für das Publikum. Also das war wirklich eine tolle Sache. Ja, das war quasi unser erster Übungsraum vor 56 Jahren. Ich war 14 und wir hatten eine kleine Band gegründet und das war die Waldkapelle 1, hier war früher da ein Jugendzentrum und die hatten da ein paar Übungsräume für Leute, also für junge Bands und da waren wir irgendwie mit dabei. Weil das war früher ziemlich schwierig, überhaupt einen Übungsraum zu finden. Wegen des Kraches. So, das hinter diesen Fenstern war der Übungsraum. Da hast du gespielt. Ja, da haben wir früher geübt. Vor, wie gesagt, 56 Jahren. Was eher, ne? Wo wir ja alle dachten, wir werden höchstens 30. Dass man so, ja, die meisten sind auch schon tot, die, mit denen ich da geübt habe. Nee, eigentlich alle. Die sind leider alle schon verschieden. Is dreaming again.